Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. Und damit willkommen back zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Ey, da willst du die Begrüßung starten und die labern einem wieder einen rein, ey. Extra abgewartet. Ist immer dasselbe mit denen. Wie gesagt, letzte Folge haben wir es ja leider nicht geschafft. Ja. Und dann schaffen wir es jetzt mit einem guten Folgenstart. Ja, ich weiß nicht, also dieses Rüberspringen ist ein bisschen krass. Ja, jetzt hätte ich das Auto sogar überschlagen gerade. In Position. Okay, mach dich bereit. Jetzt, Sergeant. Steig auf den MTB. Aktiviere eine Ladung und verschwinde von da, Sergeant. Aha. Ich hab gedacht, ich könnte einsteigen. Ladungen platziert. Wo haben wir den nicht übernommen und behalten? Okay, Nikolai, blockier sie mit dem Heli. Was ist denn eigentlich? Ich höre den nur die ganze Zeit. Aufpassen, Laswell und Nikolai sind vor uns. Verstanden. Ich absteigen? Oder ich darf absteigen? Bam, Junge! Ja, Mann. Hat mit der Granate mal funktioniert. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer. Nette Moves, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masra. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat recht. Irjal al-Hadud. An der Bekämpfung al-Hawasa. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ja andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Khalina, nicht bleiben im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht... John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, niemals... John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell, Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt.
Und sie wollen den Brandstifter. Sinombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sinombre lebend. Dann treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sinombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale, tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Ja, ist schon krass. Shadows auf Position. Wow, okay. Geil. Alles bereit hier. Der ist so sexy. Sie Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Ein Vaquero drinnen. Verdammt, wie hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Soap. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es. Hermano. Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu, gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst selbst du hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Shadow Company, Philip Graves. Die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Iro? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sinombre. Ah, er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Oh ja, mach es. Scher dich aus meinem Aufzug. Das... ist mein Haus. Das ist. Du triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Oh, hübsch. So von den Seiten. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Träume. Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Befolge die verdammten Regeln! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. Oh, dem geht's doch mega. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. El Sinombre ist hier unten? Nein. Sinombres persönliche Sicaria ist es. Valeria, hay uno más, un gringo. Setz dich. Amiga, war bequem. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kommt zu uns. Soap?
Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt er, hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Ah, jämmerlich. Ninos! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Maskuline Stimme, Mann! Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Wer? En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer rief uns an? Es war Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos wie ihm. Amerikanische Söldner namens Shadow Company. Los Vaqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Dieses Pinches wie Boras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Revisa mi bolsillo. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Ghost. Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Raketen, den Iran. Er will die Raketen, die er transportiert. Woher weiß er das? Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeig dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. Oh. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Komm schon, Guerra. Ach, ich darf wieder gehen. Nice. Ja, ich wollte nicht Ghost sagen, weil... Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sinombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher. Weil ich Ghost mag. Und ich hab Angst, dass er sterben würde. Und ich weiß auch nicht ganz, was die richtige Antwort sein soll. Also so grob kann man ja. Ich bin im Penthouse bei El Sinombre. Wann treffe ich El Sinombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, El Sinombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein.
wirst hier warten. Soap. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Chefe. Komm klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Bien. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro. Du auch, Kumpel. El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Oh ja, Baby, hier. Gib mir ein Messer. Zu einer Maske. Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikationsstät. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Oh, hier ist auch die Sicht noch beeinträchtigt. Wie sieht's aus? El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. So eine Maske habe ich auf, warte mal. Zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Nadie puede pasar por aquí. Wache, wache. Wenn sie dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir es in Nombre und erledigen wir das. Ende. Ja, okay. Flasche. Okay. Danke für gar nichts. Ich wollte nur mal gucken. Hol dir Diegos Schlüsselkarte. Wenn ich finde, ein Weg aufs Dach. Okay, finde einen Weg aufs Dach. Darf ich laufen oder werde ich jetzt auch abgeknallt? Wäre auch abgeknallt, wenn ich hier durchlaufe. Nee, hier darf ich bis jetzt noch langlaufen. Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Central, C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. Hab eine Flasche. Nützlich, um die Wachen abzulenken. Ich bin im zweiten Stock. Diego ist in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Verstanden. Hab eine Flasche gefunden. Gut für Ablenkungen. Alejandro, hab Diego gefunden. Roger. Hä? Ich hab doch ein Messer bekommen. Wo ist denn das denn? Ich hab ein Wurfmesser gefunden. Gut, damit solltest du unentdeckt bleiben. Meine Flasche könnte nützlich sein. Damit kannst du die Wachen ablenken.
Comandante. Dime que ya encontraste algo. Nada por aquí. Se copió. So, das geht in Neven, dir führt aufs Dach. Was ist mit Diegos Schlüsselkarte? Deine Entscheidung. Steige jetzt aufs Dach. Aber verstanden, ich komme nach. Mehrere vom Kartell da oben. Wir müssen sie ausschalten. Die Mierda ist es. Ein Haus ist in der nördlichen Ecke. Tenemos una amenaza en la zona. ¿Puedes vernos? Aconsejamos mover al jefe. ¡Nos perdimos! El jefe quiere que yo suba. Encuentren a... Überprüft das Penthouse, ich gebe dir Deckung. Die Wachen wissen, dass ich hier bin. Erster Stock ist still. Sie reagieren kontrolliert. Okay. Kann ich jetzt kurz chillen? Und können wir einen Cut machen und uns auf die nächste Folge freuen? Habe eine Waffe gefunden. Dach gesichert. Aber da kommt Verstärkung. Ein Haus ist in der nördlichen Ecke. Ahí arriba! Lo veo! Es ese pinche escocés! Sie haben dich ausgemacht. Atentos a los rincones! Tenemos una amenaza en la zona. Viste, por donde aconsejamos mover al jefe. El jefe quiere que ellos suban. Encuentren al hijo de puta. Dach gesichert, aber da kommt Verstärkung. Er ist in dem Penthouse, nördliche Ecke. Alle Besucher sind raus. Wenn die Wachen dich jetzt erwischen, greifen sie an. Bam, Junge. So. Bam, Junge. Überprüft das Penthouse, ich gebe dir Deckung. Sie haben die Ausgabe. Scheiße, dann geht es wohl nicht anders. Los, wir sind kompromittiert. Angriff. Verstanden, ich übernehme. Digga, Mann. Ich würde ja gerne mal 3 Sekunden chillen und mal eine neue Aufnahme starten. Zum Aufzug geht's hier lang. Kannst du den Fahrstuhl bedienen? So. Jetzt hoffe ich mal kurz. Lasst einen Daumen nach oben da für den scheiß Stress. Und ja, gebt einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.